Der 25. Spieltag der Bundesliga. Der FC Bayern in Bestform. Folgt die erneute Gala oder beißen sich an den Wölfen die Zähne aus? Für den BVB gibt es zu Hause keine Alternative zu 3 Punkten im Kampf um die Meisterschaft. Doch der VfB Stuttgart kommt nach dem 5:1 gegen Hannover mit breiter Brust ins Westfalenstadion. Durch den Sieg der Schwaben wird die Luft für Schalke immer dünner. Die Aufgabe am Freitagabend gegen den strauchelnden SV Werder Bremen im Gastspiel an der Weser kann Chance als auch Risiko bedeuten. Für Hannover 96 gilt es nun, den letzten Strohhalm zu greifen. Mit Leverkusen kommt ein harter Gegner. Ebenso schwer die Aufgabe des FCN in Sinsheim gegen verletzungsgebeutelte Gastgeber. Die Bundesliga am 25. Spieltag. Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Bleibt auch sportlich fair in den Kommentaren. Das hier ist nur eine Prognose und hat nichts mit der fleischigen, harten Realität zu tun, sondern ist einfach nur ein bisschen aus Spaß. Bedenkt das immer, wenn ihr das schaut und ja, tippt ansonsten dagegen. Viel Spaß jetzt bei Bremen gegen Schalke. Das war in vielen Belangen wirklich ein bemerkenswerter Auftritt der Schalker zu Hause gegen Düsseldorf. Werder Bremen startete hier am Freitagabend besser rein und hatte dann auch die erste Möglichkeit nach gerade mal 4 Spielminuten eine Standardsituation. Gebre Selassie, kopfballstarker rechter Verteidiger, setzt den knapp übers Tor. Dann der anschließende Abstoß von Nübel, sehr weit geschlagen. Die ein oder andere Veränderung, unter anderem Konoplyanka neu dabei. Das ist Skripski für Burgstaller in der Startaufstellung. Dann auch mal ein Abschluss der Schalker. Jetzt müssen sie auch kommen. Spätestens nach dem 5:1 von Stuttgart gegen Hannover ist der S04 mitten im Abstiegskampf. Und sehen nahmen sie hier zunächst erstmal an. Konoplyanka setzt sich durch. Veljkovic kann sich richtig klären und Mendil versucht es dann mal nach 9 Spielminuten. Durchaus eine positive Anfangsphase der Königsblauen hier im Weserstadion. Und die Bremer, die hatten Probleme. Das 1:1 gegen Wolfsburg war auch nicht so zufriedenstellend. Pavlenka gegen Konoplyanka. Uth bleibt aber dran. Marc Uth aus Spitzenwinkel hämmert er den Ball unter das Dach. Und es stand 0:1. Das war nicht gerade mal unverdient. Erst noch Pavlenka mit der tollen Parade und dann diese gute Körpertäuschung. Lässt den Ball einmal unterm Fuß langziehen und dann war der Ball im Kasten nach einem guten Linksschuss. Werder Bremen musste darauf jetzt reagieren, wachte ja auch gegen Wolfsburg erst nach dem 1:0 auf und so jetzt auch hier. Klaassen, Rashica mit dem versuchten Fallrückzieher, war jetzt nicht wirklich brenzlig, aber Werder wurde wieder stärker erst nachdem sie einen Treffer erzielt haben. Das muss deutlich besser werden, wenn es am Ende noch was mit den europäischen Rängen werden sollte. Stand zur Pause 0:1 und Schalke, muss man erstmal sagen, nach diesem 0:4 gegen Düsseldorf war das hier wirklich ein komplett anderes Gesicht. Zweiter Durchgang, Steven Skripski machte eine super Partie, klasse Vorlage und 0:2. Werder Bremen wusste nicht, was hier passiert. Mit Schalke war eigentlich nicht mehr zu rechnen und plötzlich spielen sie hier fast frei auf, als wäre nichts geschehen. Man dachte, dass gegen Mainz das 3:0 wäre der Untergang gewesen. Das 4:0 war dann nochmal einer drauf und schlechter konnte es nun wirklich nicht werden. Deswegen waren sie hier relativ frei von der Brust, von der Leber weg hier auf den Platz gegangen. Aber dann kam auch Bremen. Dass die offensive Qualitäten haben, ist ja auch unumstritten. Maxi Eggestein versucht es da, aber es waren noch genug Spieler dazwischen, dass das nicht gefährlich wurde. Weiterhin 2:0 und nur noch eine halbe Stunde zu spielen. Was war mit Werder Bremen los? Konnten sie schnell anschließen. Milot Rashica geht da alleine. Das geht zu einfach und Nübel hat dann bei dieser Parade mal seine Qualität gezeigt. Hat aber auch viel Glück, dass der vom Boden dann übers Tor prallt und nicht ins Netz hinein. Nur noch eine Viertelstunde. Werder bemühte sich, sie probierten es und der Anschlusstreffer wäre eigentlich auch fällig gewesen. Nübel mit dem Fehler, aber der Fehler kann dann noch nicht ausgenutzt werden, den er da produzierte. Weiterhin Werder, dann die Szene von Klaassen und Rashica nochmal scharf gemacht. Jetzt war es geklärt.
Und weiterhin wurde die Zeit enger und Schalke bekam jetzt vor allem auch Platz zum Kontern. Und das machten sie gar nicht mal so verkehrt. Im zweiten Durchgang nicht mehr so viel zu sehen. Da standen sie wenigstens in der Defensive stabil, aber das war der tödliche Angriff. Die dicke Überraschung am Freitagabend. 3:0 gewinnt der FC Schalke 04 gegen Werder Bremen. Am Ende war das Chancenverhältnis ausgeglichen, aber Schalke hat die Dinger gemacht und Werder Bremen wachte dann erst wieder, nachdem sie zurücklagen, auf. Der FC Bayern München möchte an das 5:1 gegen Gladbach anschließen. Das ist klar, der VfL Wolfsburg präsentierte sich gegen Bremen zuletzt nicht schlecht, aber auch nicht überragend. Dementsprechend waren die Münchner hier klar favorisiert und möchten parallel zu Dortmund den Dreier einfahren. Und die erste Möglichkeit führte auch zum 1:0. Thomas Müller in der 5. Spielminute hat geglänzt gegen die Fohlen-Elf am letzten Samstagabend, muss man einfach so sagen. Der ist wieder voll dabei und kann sich hier einbringen. Und Wolfsburg in der Anfangsphase ohne Zugriff, nächste Möglichkeit, 20 Minuten gespielt. Thiago legt sich den Ball einmal mit der Hacke zurück. Gnabry mit dem Abschluss an die Latte und dann Lewandowski, der abstaubt. 21. Spielminute, das 2:0, war übrigens der Pfosten und nicht die Latte beim Schuss von Gnabry, aber Lewandowski, der nicht im Abseits stand, ist genau richtig positioniert und nickt das Ding dann ins freie Gehäuse. Und weiterhin erstmal nur die Gastgeber. Von der Elf von Bruno Labbadia war nicht zu sehen. Lewandowski auf Martinez. Das war jetzt aber ein bisschen zu harmlos in der 34. Spielminute. Trotzdem, die Abschlüsse waren da und dementsprechend ging das 2:0 auch weiterhin absolut in Ordnung. Jetzt gab es mal eine Standardsituation für die Wölfe, 5 Minuten vor dem Pausenpfiff. Maxi Arnold legt sich den Ball zurecht, hebt den einen Arm und dann bringt er den Ball fast auf die Strafraumgrenze. Und dann kommt auch der Abschluss zustande, gar nicht so schlecht, aber deutlich zu harmlos im Endeffekt. Neuer fängt den ab. Trotzdem nochmal eine Möglichkeit für die Gastmannschaft. Weghorst ist das. Wird nicht von hinten genug konsequent angegangen. Und dann der Abschluss, der Neuer zu mehr Zürnen bringt. Klasse Parade gegen Yannick Gerhardt. Das hätte es jetzt schon sein können mit dem Anschlusstreffer. Und dann hätte es für die zweiten 45 Minuten richtig eng werden können mit dem Anschlusstreffer. So ging es mit dem 2:0 in die Pause, war auch absolut verdient. Besonders die Anfangsphase, die anfangshalbe Stunde gehörte absolut den Münchner Bayern. Und im zweiten Durchgang wollten sie daran anknüpfen. Unter der Woche steht ja das Spiel gegen Liverpool an. Im heimischen Stadion wollten sie dementsprechend die Zuschauer schon mal heiß machen und sich selbst darauf einstellen, wie es denn möglicherweise klappen könnte. Gute Angriffe nach vorne, schnell gespielt und der schnelle Abschluss. Dann diese Aktion. Perwan vertrat Castells. Der musste gegen Bremen zur Halbzeit auch runter. Dann dieser Fehler von Brooks und Lewandowski macht es sensationell. 68. Spielminute, das 17. Saisontor für den Polen. Auch heute wieder der Doppelpack. Und das macht er wirklich unnachahmlich. Was denkt sich Brooks dabei, der in der letzten Zeit richtig gut spielte? Aber einmal sei so ein Bock gestattet. Das machte jetzt hier den Braten auch nicht mehr wirklich fett. Denn Wolfsburg kam zwar nochmal die letzte Möglichkeit, aber auch vom Pech verfolgt an diesem Nachmittag. Ein absolut verdientes 3:0 auch unter dem Strich. In der Höhe verdientes Resultat, das Bayern weiter an Dortmund dranhängen lässt. Borussia Dortmund, es wird langsam mal wieder Zeit, hier was mitzunehmen, vor allem zu Hause. Da hat es aber zuletzt gegen Leverkusen beim 3:2 zumindest ergebnistechnisch gut geklappt. Doch die Stuttgarter waren hier gar nicht mal so übel drauf. Sie schossen sich ja zuletzt den Frust von der Seele. Gegen Hannover 96 gewannen sie mit 5:1. Und jetzt hatte hier Andreas Beck die erste Möglichkeit für die Gäste und es war wirklich kein schwacher Auftritt der Schwaben. Für Dortmund wurde es dann mal nach einem Freistoß aus dem Halbfeld etwas gefährlich. Reus bringt den rein, Julian Weigel ist heute für Thomas Delaney in der Startaufstellung gewesen, bringt den Kopfball rauf. Dann war es eine zähe erste Halbzeit im weiteren Verlauf bis zur Nachspielzeit des ersten Durchgangs. Witzel auf Weigel hat die Übersicht, Guerrero macht das Ding rein.
das 1:0 durch den Portugiesen in der 45. Spielminute. Die Südtribüne logischerweise höchst erfreut und Ron-Robert Zieler war bedient. Die Stuttgarter machten es wirklich nicht schlecht. Wurden dann aber eine Minute vor Ende des ersten Durchgangs dann bestraft. So ging es nach 45 Minuten folgerichtig mit 1:0 auch in die Halbzeit. Doch die Stuttgarter von Markus Weinzierl gut eingestellt, machten sich nicht weiter Gedanken über diesen Rückstand, sondern spielten weiterhin sehr gut nach vorne. Alexander Esswein und Gomez, sehr gutes Zusammenspiel. Und der Abschluss von Alexander Esswein ist wirklich extrem gefährlich gewesen und zieht dann knapp rechts am Tor vorbei. Bürki hätte sich strecken können, wie er will. Ob er daran gekommen wäre, sei mal dahingestellt, denn nicht relevant. Der BVB jetzt auch wieder mit offensiven Akzenten. Guerrero, genialer Ball auf Marco Reus und das muss es sein. Das muss das 2:0 sein, aber Ron-Robert Zieler pariert klasse und fischt das Ding gerade noch so raus. Und jetzt wieder der VfB, bestraft sich diese Möglichkeit von Reus, die da gerade zustande kam. Um ein Haar macht es Alexander Esswein. 64. Spielminute, Riesenmöglichkeit, den Köfter ganz knapp vorbei. Und dann der BVB, Guerrero und Jadon Sancho in der Mitte. Und jetzt waren sie wieder kaltschnäuzig. 68. Spielminute, der BVB führte mit 2 Toren. Und das war dann sowas wie die Vorentscheidung. Stuttgart konnte sich daraus nicht mehr befreien. Und der BVB spielte weiter nach vorne und es boten sich jetzt auch mehr Räume. Reus auf Witze in die Mitte gelegt zu Sancho und 3:0. Das war jetzt auch etwas zu hoch, dennoch absolut verdient dieser Sieg. Stuttgart hat aber lange sehr gut mitgehalten und muss sich dann eben das nächste Mal wieder mit Gegnern in eigener Kragenweite anlegen. Ansonsten war es ein guter Auftritt der Schwaben. Das 13:0 am Ende für den BVB ist dennoch verdient. RB Leipzig gewann zuletzt 1:0 gegen den 1. FC Nürnberg. Das war nicht spektakulär, das war nicht groß schön anzuschauen, aber es war eben effektiv. Am Ende steht der Dreier und das ist der entscheidende Wert. Hier hatten sie die erste Möglichkeit in der 9. Spielminute. Ist es Yusuf Paulsen, der Däne, bekommt auf diesen Kopfball aber noch nicht genug Druck. Die Fuggerstädter, die zuletzt den Coup gegen Dortmund landeten, hatten dann auch hier auf der anderen Seite die erste Möglichkeit. Aber Konaté war noch dazwischen. Dongwon-ji, Doppelpack-Schütze vom Duell gegen den BVB. Hier wird er noch aufgehalten. Viertelstunde knapp von der Uhr. Jetzt auch mal eine Standardsituation für die Gäste. Daniel Bayer, der Captain, tritt ihn rein. Und da ist Dongwon-ji, der Mann der Stunde aktuell beim FCA. 16. Spielminute, das 1:0 für die Gäste. Und das war mal gar nicht so unverdient. Augsburg spielte hier sehr gut mit. Der letzte Auswärtsauftritt war ja dieses 5:1 beim SC Freiburg, beziehungsweise dieses 1:5. Jetzt präsentierten sie sich besser und wollten mit Leipzig mithalten und taten das auch. Aber RB wollte das nicht lange auf sich sitzen lassen und spielte dann auch weiter nach vorne, als wäre nichts passiert, über die linke Seite. Das ist Konrad Leimer mit der Flanke. Am zweiten Pfosten steigt Yusuf Paulsen am höchsten und der Ausgleich. 5 Minuten knapp später. Und die Führung der Augsburger war schon wieder dahin. Für Kobel aus kurzer Distanz nichts zu machen. Und Yusuf Paulsen hat einfach die Sprungkraft, sich dort durchzusetzen. Und nickt das Ding dann ein. Remis also und die Leipziger jetzt spielstärker und wollten nochmal zuschlagen. Der Doppelschlag, der lag hier in der Luft. Keine halbe Stunde gespielt. Über die linke Seite wieder. Halzenberg, Paulsen und was für eine klasse Parade von Gregor Kobel. Was der gegen Dortmund alles rausgeholt hat, das war sagenhaft. Und auch hier gegen die Laufrichtung. Und dann fährt er da den rechten Arm aus. Es stand zur Pause 1:1. Die Augsburger jetzt im Endeffekt etwas im Glück, dass sie in Führung ging. Aber über die 45 Minuten geht dieses 1:1 dann doch gerade noch so in Ordnung. Zweiter Durchgang, klar, die Hausherren hier mit dem Finger am Drücker. Über die linke Seite, Jonathan Schmid und dann dieser Fehler von Danso. Und Yusuf Paulsen fackelt nicht lange rum und will dann in der 50. Spielminute einen super Treffer erzielen. Und fast hätte es auch geklappt, der zieht nur haarscharf am linken Pfosten vorbei. Jetzt
weiter Leipzig. Der Druck ging ins Unermessliche. Tyler Adams legt nochmal raus. Sabitzer und dann Mateusz Kunja. Werner heute wieder nicht dabei. Taylor Adams damit dem Treffer. 2-1, die Partie war gedreht und mittlerweile war das auch absolut verdient. Da ist Adams komplett frei, alleine gelassen. Kobel aus kurzer Distanz nicht mehr in der Position, daran was zu verhindern. Augsburg gab sich aber nicht auf und spielte dann direkt nach dem 2-1 wieder nach vorne. Die linke Seite auch bei Augsburg sehr gut besetzt. Philipp Max auf Daniel Bayer, aber das war dann noch nicht wirklich erfolgsträchtig. Doch weiterhin auch die Gäste gut nach vorne. Gegen Dortmund hatten sie gar nicht so viele Tormöglichkeiten. Da machten sie fast aus zwei Chancen zwei Tore. Jetzt aber die Fuggerstädter von Manuel Baum weiterhin klasse. Und auch mit Torchancen, die dann mal nicht drin waren. Wo nur ganz wenig fehlt. Jashiol Ku in der 65. Spielminute hämmert den Ball dann drauf. Und Gulashi ist froh, dass er nicht eingreifen muss. Aber sie glaubten weiterhin dran. Wieder Daniel Bayer, knappe 5 Minuten noch auf der Uhr in der regulären Spielzeit. Mann gegen Mann stehen sie da und trotzdem kommt ein Augsburger zum Abschluss. Michael Gregoritsch macht in der 85. Spielminute das 2-2, das Ausgleichstor, das am Ende auch das Remis bedeutet. Die letzte Möglichkeit dieser Partie entscheidet, den Spielverlauf nochmal auf den Kopf zu stellen. Bitter für Leipzig, hier so spät noch den Treffer zu kassieren. Aber es ist nicht unverdient, weil Augsburg stets leidenschaftlich war, sich am Ende den Treffer des Österreichers erarbeitet. Und Kampel und Co. gucken dann etwas krumm aus der Wäsche. Augsburg erarbeitet sich einen Punkt. Der SC Freiburg musste sich zuletzt gegen spielstarke Leverkusener mit 2-0 geschlagen geben. Und die Herthaner drehten auf, nachdem sie erst einen Rückstand gegen Mainz 05. 4 im Breisgau wollten sie dann gleich nach vorne losstarten. Das machten sie richtig gut und zwar durch Lazaro. Absolut erfolgreich. 7. Spielminute, Valentino Lazaro macht das Ding rein. Eine gute Drehung, die Freiburger waren in der Bewegung nach vorne und dann wurden sie eiskalt ausgestochen. Doch Freiburg wollte sofort antworten und hat das dann über Yannick Haberer und Florian Niederlechner, der für den blassen Waldschmidt heute von Beginn an drauf durfte. Und Petersen hatte dann auch die Möglichkeit. Der Kopfball ist dann aber zu unplatziert und bringt Rune Jahrstein nicht wirklich außer Fassung. Dann die nächste Möglichkeit für Hertha. Wallin hat diesen folgenschweren Fehler auf dem Fuß. Duda auf Kalou und Alexander Schwolo badet das da für Philipp Lienhardt aus. Was für ein Fehler, den darf man sich nie im Leben erlauben, vor allem nicht gegen so eine abgezockte Mannschaft, wie die Hertha es ist. Schwolo fährt den Arm aus und hält damit das 0-1 erstmal fest und damit seine Mannschaft auch im Spiel. Knapp über eine halbe Stunde gespielt, die Blau-Weißen legten hier einen klasse Auftritt hin. Salomon Kalou ist das wieder, Grujic hatte ja einen Treffer erzielt gegen Mainz und jetzt war er wieder ganz kurz davor. 35. Minute, klasse Abschluss aus der zweiten Reihe. Und in dieser Phase hätte Hertha wirklich einfach nachlegen müssen. Sie kamen nochmal vor der Pause. Spielen das dann auch ganz cool, ganz überlegen. Freiburg wird gar nicht an den Ball gelassen. Arne Meyer auf Andrej Duda und 2-0. 11. Saisontor. Und auch das 0-2 ging so absolut in Ordnung. Die Elf von Christian Streich tat sich schwer gegen Hertha. Die waren einfach abgezockt, lieferten hier in den ersten 45 Minuten ein überragendes Heimspiel ab. Auswärtsspiel. Das überragende Heimspiel natürlich hatte Freiburg vor 2 Wochen zuletzt noch gegen Augsburg. Davon war hier relativ wenig zu sehen. Und Hertha blieb weiter dran, wollte jetzt alles klar machen. Der Schuss ist es um ein Haar gewesen. 52. Spielminute, was für eine klasse Abnahme. Aber auch diese Parade von Schwolo ist wieder gut. Der kommt zwar recht zentral, aber da sind viele Gesichter und Köpfe vor. Dass er den noch erwischt, ist auch nicht unbedingt selbstverständlich. Weiterhin aber die Hertha. Arne Meyer auch wieder mit einer klasse Partie mit Grujic zusammen. Ibisevic vertrat den verletzten Selke. Andrej Duda, Mittelstädt und dann der Abschluss aber am Kasten vorbei. Es war wirklich ein enttäuschender Auftritt bis dahin
von den Gastgebern. Das war man so von ihnen einfach nicht gewöhnt in den letzten Wochen, vor allem eben hier zu Hause nicht im Schwarzwaldstadion. Jetzt aber Nils Petersen. Kann der mal ein Ausrufezeichen setzen? Legt den Ball zurück zu Amir Abraschi und der schießt mal drauf. Immerhin der Torschuss, aber kein Problem für Jahrstein. Und die Zeit wurde knapper, die Zeit lief den Gastgebern davon. Keine 20 Minuten mehr auf der Uhr. Nochmal die Freiburger mit den letzten Kräften. Das war hier zehrend. Sie liefen viel dem Ball hinterher und das ist jetzt Florian Niederlechner. Zum 1:2. Rune Jahrstein kommt noch dran, aber nicht mehr entscheiden. Kann sich strecken, wie er will. Den bekommt er nicht mehr aus dem Winkel rausgekratzt. Aber es war die letzte Aktion dieser Partie. Freiburg verliert verdient am Ende mit 1:2, weil die Hertha klasse gespielt hat und damit eben auch verdient mit 3 Punkten nach Hause fährt. Bittere Klatsche für Borussia Mönchengladbach gegen die Bayern. Zuletzt verloren sie mit 1:5 und die Mainzer mussten sich gegen die Hertha mit 2:1 geschlagen geben. Und hier waren die in Rot gekleideten Gastgeber auch besser drauf. Die erste Möglichkeit, super langer Ball und Levin Öztunali mit der Top-Möglichkeit nach gerade mal 9 Spielminuten. Und Jan Sommer, der Schweizer, schon gegen Bayern einer der besten Gladbacher gewesen, und wenn man das bei einem 1:5 sagen muss, dann sagt das schon einiges, ist hier wieder sehr gut dabei mit dieser Parade. Über eine Viertelstunde gespielt von Gladbach, bis dahin nach vorne zu wenig zu sehen an diesem Samstagabend. Wieder Öztunali und dann Donati mit der Flanke, die ist noch abgefälscht und Uca setzt den Kopfball in Richtung Jan Sommer, der ist wieder da, streckt sich. Und was war mit der Fohlen-Elf los? Zu wenig nach vorne offensiv. Wir sind schon kurz vor der Pause. Jetzt endlich mal die Elf von Dieter Hecking nach vorne aktiv. Hazard auf Player. Aber der entscheidet sich falsch. Ist zu uneigennützig. Will da den Ball in die Mitte spielen. Muss es selber versuchen. Am Ende ist es dann kein Problem, den zu klären. Dann kam auf der anderen Seite nochmal ein Standard auf für die Mainzer von der rechten Seite, machten weiterhin eine klasse Partie. Und Stefan Bell auch fast mit der verdienten Führung für die Gastgeber in der 44. Spielminute, sollte aber bis dato noch nicht sein. Und so ging es dann torlos in die Katakomben. Glück für die Gladbacher, die hier wirklich unterlegen waren und sichtlich angenockt waren von dem 1:5 gegen die Bayern. Aber auch das muss man irgendwann aus den Köpfen bekommen und jetzt versuchten sie es im zweiten Durchgang deutlich besser zu machen. Thorgan Hazard nimmt lang mit, gut mitgelaufen. Florian Neuhaus legt zurück und Christoph Kramer. Eine richtig gute Möglichkeit hier zum 1:0. 58. Spielminute, es sollte aber noch nicht sein. Und jetzt mal wieder die Mainzer. Die Partie wurde offener. Und sie hätte in beide Richtungen ausschlagen können. Mateta auf Danny Latzer. Die Flanke auf Robin Quaison. Und in der 61. Spielminute führten dann die Mainzer. Ging auch nach wie vor in Ordnung. Gladbach kam immer besser rein. Und in diese Phase aber stachen dann die Mainzer zu. Das, was sie vorher schon versäumt hatten. Aber davon gekitzelt die Gäste. Kramer und dann fällt Stindl der Ball vor die Füße. Und der hätte dann direkt die perfekte Antwort haben können. Schafft es aber nicht, den aus knapp 11 Metern an Florian Müller vorbeizubringen. Beziehungsweise zumindest nicht erfolgreich. Viertelstunde noch auf der Uhr. Mainz jetzt mit der Möglichkeit, alles zu entscheiden. Öztunali trifft aber nur das Gestänge des Tores und somit blieb es weiterhin bei diesem knappen 1:0. Und die Fohlen, die selbst mit einem Unentschieden nicht zufrieden sein dürften, versuchten es aber immerhin, den moralischen Wert hier aus Mainz mitzunehmen. Alassane Player auf Oscar Wendt und der mit dem Ausgleich. Also eben dieser moralische Punkt am Ende doch noch. Es war der Tag der schwedischen Torschützen. Erst Robin Quaison, jetzt Oscar Wendt, der linke Verteidiger mit seinem zweiten Saisontor, macht am Ende zumindest eben den Einpunkt-Ding fest für die Fohlen. Ärgerlich für Mainz, sie hätten sich hier eine perfekte Ausgangslage für den Schlussspurt gegen den Abstieg setzen können. Am Ende ist es ein 1:1, das zu wenig ist für das, was sie hier investiert haben und das, was sie auch verdient gehabt hätten.
Wie bitter war es bitte für Hoffenheim, da zuletzt gegen Frankfurt in der 90. plus 6 noch die Niederlage zu kassieren. In Unterzahl waren sie dort kurz davor, den Coup zu landen gegen Frankfurt. Es klappte aber eben nicht. Gegen den ersten FC Nürnberg, der auch stark gebeutelt war nach dem 0:1 gegen Leipzig, wo noch ein verschossener Elfmeter hinzukam, sollte es zum Heimsieg reichen, aber es war nicht unbedingt einfach. Und die erste Möglichkeit gehörte Patrick Erras, und zwar auf Seiten der Gäste. 12. Minute, der Treffer hätte auch nicht gezählt, trotzdem super Parade von Oliver Baumann. Wir sehen es, da ist Erras zu früh gestartet und wird dann zu Recht zurückgepfiffen. Es fehlten einige Spieler bei Hoffenheim, verletzungsbedingt, gesperrtenbedingt, und das sah man wirklich auf dem Feld. Hoffenheim tat sich extrem schwer, hier etwas nach vorne zu bringen. Das ist Reiß Nelson über die linke Seite. Nimmt er dann endlich mal Adam Scholloy mit. Und der, was macht er? Die Flanke von Mühl geklärt. Man konnte nicht wirklich zufrieden sein als Sinsheim-Fan. Das war deutlich zu wenig. 5 Minuten vor der Pause versuchte es Hoffenheim nach vorne nochmal was zu bringen, um den Zuschauern etwas zu bieten. Man steht aktuell nur im Tabellenmittelfeld, aber Mühl, Sie sehen's, Sinnbild dafür, wie Nürnberg hier gut verteidigte, und im Gegenzug spielten sie dann tatsächlich auch nochmal nach vorne. Patrick Erras sehr auffällig, Eduard Löwen nimmt Tim Leibold über die linke Seite mit. Der bringt den Flankenball, der ist deutlich zu schwach. Grilic kann es erstmal klären, aber Nürnberg macht es nochmal heiß. Auch Brinett bekommt es nicht bereinigt. Erras auf Hanno Behrens aus spitzem Winkel und das 0:1. 2. Minute der Nachspielzeit, 1:0 für den ersten FC Nürnberg, und Hanno Behrens, der diesen angesprochenen Elfmeter verschoss, bringt hier erstmal die Gäste in Front, weil Baumann da völlig unnötig rauskommt und sich zu allem Überfluss dann auch noch tunneln lässt. 0:1 nach 45 Spielminuten, das hätte vermutlich nur der kühnste Nürnberg-Fan sich vorher erträumt, und von den Hoffenheimer-Fans war das sicherlich auf keinen Fall zu erwarten. Im zweiten Durchgang sollte es dann besser werden, und das wurde es zunächst auch. Kramaric in der 56. Spielminute scheitert aber an Christian Martenia, und man muss ja ehrlich sein, wenn es für Nürnberg am Ende noch mit dem Relegationsplatz klappen sollte, dann muss jetzt eigentlich jedes Spiel erstmal in den nächsten Wochen gewonnen werden. Und sie spielten dann auch nochmal nach vorne über Eduard Löwen, der da seinem Verteidiger davonläuft, kommt nicht hinterher, und Ishak hämmert den Ball ans Aluminium. Das hätte es schon sein können, und das wäre wohl auch der Knockout für Hoffenheim gewesen. Keine Viertelstunde mehr auf der Uhr. Jetzt mal Nico Schulz, der da relativ frei spazieren kann, nimmt Joel Linton mit, legt in die Mitte, will er zumindest. Reiß Nelson bekommt den Ball über Umwege und markiert in der 79. Spielminute das 1:1. Hoffenheim war wieder zurück in der Partie und hatte jetzt noch 10 Minuten, das Ganze hier komplett zu drehen. Und der erste FC Nürnberg stand kurz davor, die nächste Führung auf Gäste Rasen noch aus der Hand zu geben. Wie schon gegen Düsseldorf führten sie 1:0, gaben die Punkte dann spät aus der Hand. Und jetzt kam tatsächlich nochmal Hoffenheim. Scholloy auf Kaderabek. Nach Gelbsperre zurück. Nico Schulz in der Nachspielzeit mit der letzten Möglichkeit. Nürnberg erkämpft sich hier einen verdienten Punkt, der für den Abstiegskampf aber wahrscheinlich zu wenig sein wird. Und für Hoffenheim ist das im Kampf um Europa ebenfalls zu wenig. Ein 1:1 gegen Nürnberg ist definitiv nicht das, was sich Julian Nagelsmann vorher ausgerechnet hatte. Hannover 96 hat wirklich alles daran getan, sich abschlagen zu lassen in der Tabelle. Natürlich ist punktetechnisch noch alles drin, das 5:1 gegen Stuttgart bezeichnend. Und auch hier war es ein frühes Gegentor, das schon von Beginn an zeigte, wo es hier langlaufen sollte. Leon Bailey kann er durch den 16er spazieren mit ein paar Übersteigern, werden da alle komplett konfusiert, und dann die Rübergabe zu Julian Brandt, der haut das Ding dann aus kurzer Distanz ohne Probleme rein. Aber Hannover 96 jetzt mal mit dem Abschluss und mit dem absoluten Hammertor. Jonatas 7. Spielminute, 1:1. Die postwendende Antwort. Und da muss man sich fragen, wie haben die das denn zustande gebracht? Nach vorne eigentlich kaum was zu sehen in dieser Saison von Hannover, aber Jonatas vielleicht
die Hoffnung. Man möchte die Hannover auch nicht zu schlecht reden, aber die Auftritte der letzten Wochen machten einfach kaum Hoffnung. Und jetzt war es wieder eine Möglichkeit zum postwendenden Gegenschlag. 12. Spielminute, diesmal für Bayer 04 Leverkusen. Aber dann nicht die direkte Antwort. Esser abermals als Retter in allerletzter Not. Und Hannover 96 tatsächlich mutig. Und Leverkusen spielte fahrlässig und kassierte wunderbare Gegentore. Mikko Albornoz zaubert da ein aus dem Fuß und der passt auch perfekt. Nicht zu halten für Radetzky. Und jetzt wieder Bayer 04 Leverkusen. Diese Partie war wirklich kurios. Baumgartlinger, Arangis, Brandt, Volland. Und wieder der Winkelschuss. Es war wirklich zum Verrücktwerden an diesem Sonntagabend. Aber für den neutralen Zuschauer war das fantastisch. Wie sich Esser dort streckt. Er kann ihn nie im Leben erreichen, diesen Ball. Und nochmal vor der Pause Bayer Leverkusen. Hannover wieder verunsichert. Julian Brandt versucht es. Aber dann tatsächlich auch zur Abwechslung mal ein Ball, der nicht den Weg ins Tor, vor allem nicht den Weg in den Winkel gefunden hat. Michael Esser passt auf. 2:2 zur Pause, wirklich sehr unterhaltsam und recht offen, auch wenn Hannover 96 weniger Möglichkeiten hatte und Leverkusen mehr Spielanteile. Das 2:2 ging durchaus in Ordnung. Zweiter Durchgang, Leon Bailey über links, bringt die Flanke, Kevin Volland, und das war viel zu einfach. Felipe kommt überhaupt nicht ins Verteidigen, nicht in das Duell mit Kevin Volland. Und dann braucht man sich nicht wundern, dass man das nächste Gegentor bekommt. 3:2. Michael Esser kann es auch nicht mehr aus kurzer Distanz vermeiden. Aber jetzt davon wieder aufgewacht. Hannover 96. Albornoz, Jonatas. 3:3. Wahnsinniges Spiel. 59. Spielminute. Aber was war mit Leverkusen auch in der Verteidigung los? Es war jetzt nicht so, dass Hannover 96 wirklich herausragend nach vorne spielte, aber die Verteidigung war einfach zu wenig. Wir sind schon in der 90. Minute und Michael Esser zeichnet sich nochmal aus gegen Julian Brandt, der es da aus 17 Metern versucht, und Esser streckt sich. Nachspielzeit, letzte Minute angebrochen, nochmal Leverkusen, nochmal Michael Esser, und das war's dann. Dieser Punkt wird für Hannover definitiv zu wenig sein. Aber trotzdem können sie sich irgendwie auch wieder drüber freuen. Es war gegen Leverkusen kein einfaches Spiel. Am Ende spielt man 3:3. Man bot den Fans mal wieder Spektakel und auch Kampf. Am Ende geht dieses Unentschieden in Ordnung, auch wenn Leverkusen klar den vierten Treffer noch hätte erzielen müssen. War Fortuna Düsseldorf jetzt so gut gegen Schalke oder waren die Königsblauen so schlecht? Wenn man 4:0 gewinnt auf des Gegners Platzes, hat man auf jeden Fall einiges richtig gemacht. Und das sollte jetzt auch Frankfurt zu schmecken bekommen an diesem Montagabend. Und die mussten ja unter der Woche noch in der Euroleague gegen Inter Mailand ran. Steckte das in den Knochen, Eckstoß und dann der Fehler von Kostic. Luke Bacchio mit der Kontermöglichkeit. Alleine läuft er allen davon mit dem Ball am Fuß. Alleine vor Kevin Trapp und das 1:0. Was für ein Konter, und dieser Dodi Luke Bacchio hat so viel Potenzial und zeigt es dann auch Woche für Woche. Wahnsinn. Kontermannschaft Fortuna Düsseldorf. Über Luke Bacchio kann man sich das mal erlauben. Frankfurt natürlich mit dem krassen Fehler. Jetzt wollten sie hier gleich anschließen, konnten ja überragend gegen Hoffenheim am Ende die Partie noch drehen. Verdient am Ende auch, gewann sie dort mit 3:2. Makoto Hasebe hier mit der Möglichkeit. Um den gab es ja noch einen kleinen Eklat, aber ist mittlerweile auch schon wieder vom Tisch. Michael Rensing hält diese Pille erstmal fest. Weiterhin Fortuna Düsseldorf in Führung. Halbe Stunde gespielt, wieder die Eintracht. Sie drückten hier und wollten schnell ausgleichen. Barkok, Gacinovic, die Flanke von Gacinovic. Und was ist das denn? Krasses Eigentor von Matthias Zimmermann. Völlig ohne Druck. Springt er dort in den Ball hinein. Und die Düsseldorfer haben letztens schon ein Eigentor hier gesehen. Damals war es Everton zum 1:1. Das war ebenfalls ein unfassbares Eigentor. Und dann stand es 1:1 zur Pause. Das war auch verdient.
über die 45 Minuten, aber die Umstände für Düsseldorf sehr unglücklich. Jetzt kamen sie aber wieder mutiger aus den Katakomben. Benito Rahman mit der Flanke, David Kufnacki und 2-1 Düsseldorf. 53. Spielminute. Vielleicht muss man es so sagen, die Düsseldorfer sind aktuell die Mannschaft der Stunde. Da klappt einfach alles, da sitzt jeder Ball. Kevin Trapp sieht hier auch nicht so richtig gut aus. Und wieder die Düsseldorfer. Ein langer Ball, Luke Bacchio erläuft sich den. Mit der Flanke, David Kufnacki. Doppelpack. Schon gegen Schalke hatte er zweimal getroffen. Luke Bacchio hier natürlich mit der Vorlage. Das war einfach überragend. Und was war mit Frankfurt los? Die Comebacker vom Spiel gegen Hoffenheim. Jetzt waren sie komplett müde und überfordert. 4:1 in der 72. Spielminute. Jetzt war auch jeder Schuss drin. Jeder Ball aufs Tor saß dann. Bitter für Frankfurt. Jetzt kamen sie aber nochmal, obwohl die Partie eigentlich schon gegessen war. Dani da Costa auf Sebastian Haller, Gacinovic, Rode auf Philipp Kostic muss hier eigentlich das 4-2 machen. Natürlich sollte Euroleague nie eine Ausrede sein, aber man merkte es und die überragenden Wochen der Frankfurter zuletzt wurden hier etwas zum eigenen Verhängnis. Sie kamen aber nochmal, gaben sich nicht auf. Die Moral dieser überragenden Frankfurter Mannschaft ist unumstritten. 16. Saisontor für Luka Jovic und wurde es jetzt tatsächlich nochmal spannend, wenn das jemandem zuzutrauen ist, dann den Frankfurtern. Aber keine 10 Minuten mehr zu spielen. Dani da Costa kommt erstmal gegen Gieselmann nicht durch, bekommt den Ball dann aber nochmal. Sobotka kann es klären, Jovic bekommt den Ball auf den Fuß. Aber an einem Tag wie heute gelingt dann eben nicht alles. Trifft er nicht richtig, weiterhin 4:2. Die Zeit wurde knapper und knapper, Nachspielzeit, nochmal ein Eckstoß von Rode reingetreten. Da ist auch der Kopfball von Touré, aber mehr wurde es nicht. Düsseldorf gewinnt mit 4:2, trifft damit schon wieder vierfach, unglaublich. Am Ende ist es etwas zu hoch, aber nicht unverdient. Frankfurt sah man die Europa League Wochen an und so verlieren sie dann hier in Düsseldorf mit 4:2. Jo, das war's dann auch wieder mit der Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten Daumen nach oben und ein Abo würden mich ebenfalls sehr freuen. Bis zum nächsten Video und bis dann.